So, vielen Dank für die Geduld. Und schon geht's wieder weiter. Mal kurz durchgeatmet. Wir sind im dunklen Wald. Was kann uns da schon passieren? Berühmte letzte Worte. Jetzt, wo sie sich nähert, sieht es überhaupt nicht mehr aus wie eine alte Frau. Böse Hexe. 300. Was? Du bist gekommen, um Rache zu üben, aber mich besiegst du nie. Hast einen Moskito, einen Elf und einen Elfenbogenschützer. Elfen sind die besten Bogenschützen. Alter, er hasst sich, sage ich selber. Aber nicht mehr für den Weihnachtsmann. Leiche. Okay. Okay. Das heißt, mit Menschen nicht weg. Okay. Also mit 300. Und du musst dich vorher noch durch Minions kämpfen. Okay, wir haben genug Nahrung, das passt. Wir haben wieder einen Köttel, das heißt, wir bauen wieder einen Apfelbaum. Oh, was haben wir hier? Dauerportal. Ein magisches Portal in Dunkelheit kann 7 Karten bewegen. Na, war doch gut, dass ich mich dahin bewegt habe. Sonst hätte ich die Karte nicht gefunden. 2 magische Staub, ein Dorfbewohner, 2 Ziegel. Aha. So, warte, wir müssen erstmal. Oh, können wir die einfach hier drauf machen? Ja, ne? Nein, können wir natürlich nicht. Ach ja, dann machen wir wieder was bei ein paar Babys. Es kann auch der Apfel auf dem Köttel liegen. Die Reihenfolge ist dem Game egal. Ja gut, aber für manche viele Sachen halt auch nicht, ne? Wie dieses Stapelzeug hier, das ist eine bestimmte Reihenfolge. Es kann der Apfel auf dem Köttel liegen. Ah, okay, passt. Ah. Wir haben ein Baby gemacht. Yay. Ah, und? Apfelbaum. Apfelbäume laufen. Nice. Hi, Real Giant. Wunderschönen Nikolaus. Hey, habe kurz eingeschaltet, weil das Spiel mir kurz anschauen wollte. Ich dachte, auf den ersten Blick bist du Barlow. Nicht ganz, obwohl ich tatsächlich Barlow kenne. Ich habe nicht so den Bartwuchs. Aber trotzdem danke fürs Kompliment. Man sieht leider einiges nicht vom Spielbrett. Ja, es ist halt schwierig. Die Cam muss halt irgendwo hin. Aber im Endeffekt siehst du halt, ist da jetzt nichts. Na, hier oben ist auch kein Menü, und wo mein Dings ist. Wo die Cam ist. Oh, das müssen wir wieder ausklappen. Was? Schließe die erste Welle ab. Ah, das ist dann bei der Hexe, ne? Dauerportal. Man kann das Brett verschieben. Ja, also. Ich meine, man kann auch ganz rausscrollen. Das ist jetzt quasi die maximale Scrollstufe. Da kannst du halt nicht mehr so viel von dem Zeug lesen, aber du siehst dann an der Icons, was halt ist. Aber es. Da das Spielfeld sich die ganze Zeit bewegt,
Na, außerdem haben wir ja gerade geladen. Wir waren ja gerade bei der Hexe. Okay, einarmig funktioniert das nicht. Also wir haben jede Menge Apfelbäume, die wir abernten können. Und wenn wir hier das nächste Baby gezeugt haben, müssen wir unbedingt in die Apfelernte gehen. Aber wir haben hier noch Karotten. Das ist halt wichtig. So. Du gehst in die Apfelernte. So, was haben wir hier? 3 neue Dorfbewohner am Start. Perfekt. So. Beere. Habe ich nicht mehr so viel davon. Nein, ist eine Beere. Wo sind meine ganzen Äpfel? Dorfbewohner ernähren. Alter. Okay, die Köttel müssen wir mal jetzt ein bisschen... Plopp. Ein neues Haus. So, sind alle am Start. Apfel. Ja, Apfel ist cool. Apfel, ja, mach Äpfel. Köttel. Apfelbaum. Apfelbaum. Alter. So. Meine Apfelbäume gemacht. Plopp, Garten läuft. Läuft auch Hoftouren. Äpfel. Karotte. Ist nur schon wieder ein Apfelbaum. Ah, ich stapel die jetzt mal einfach daneben, ey. Den ganzen Stapel immer zu verschieben. Das nervt ja übel ab. Apfelbaum, ein Stock, Apfelbaum, außerdem muss ich mal ein bisschen pumpen. Oh, Hütte. So, nochmal ein paar Äpfel pumpen. Warum werden jetzt hier die verschoben? Weil der komische Hase hier umherhüpft. Alter. Schönes Spiel, aber die Hasen gehen mir auf den Sack. Wer kennt es nicht, diese Hasen, die einfach durch die Erde buddeln und dadurch die Häuser verschieben. Den Hasen, ja, den kann ich verschieben. Aber das Problem ist, die fangen ja wieder an, umherzuhüpfen. Das heißt, ich müsste die ganze Zeit verschieben. Kann man nicht irgendwie so ein Ding einzäunen hier? War das alles okay? Äpfel? So, jetzt können wir wieder Apfelbäume produzieren. Weil wenn da alles durcheinander ist, verlierst du halt ultra schnell die Übersicht. Muss man halt gesehen. Apfelbäume. Da gibt's dafür was. Ah, ich muss es nur wieder entdecken. Ach ja. Ein Stöckchen. Apfelbäume. Ja.
Aber ich glaube, mit Äpfeln bin ich gut versorgt jetzt. Na, hier, du machst deine Äpfel. Äpfelbäumchens. So, das Feuer, falls wir Feuer brauchen. So, das heißt, du kannst jetzt die nächste Hütte bauen. Oh, da ist wieder einer frei geworden. Ja. Hast du alle Gebäude gebaut? Ich bin. Garten habe ich. Holzfällerlage. Steinbruch habe ich. Hütten habe ich jetzt gebaut, weil ich halt mein Cap halt wieder noch pushen muss. Ja, weil du jetzt viel Essen brauchst, da steigt halt unheimlich schnell dein Ding. Das Lagerfeuer habe ich. Tja, du machst ein Huhn, indem du ein Huhn und ein Ei hast. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also ein Ei habe ich, aber ich habe kein Huhn. Das ist strange. Das Einzige, was ich noch nicht gebaut habe, ist das Dauerportal. Aber ich sehe halt schon wieder, ich muss halt noch ein paar von diesen Hütten bauen. Ja, ich wollte halt hier zumindest 100 Karten haben. Wenn, dann nehme ich jetzt hier noch. Was ist das? Waffenkammer? Ne, Logik und Verstand. Waffenkammer, Küche, Entdecker und da kommt noch irgendwas. Das heißt, du wirst doch noch eine Menge bauen. Das bedeutet, wir werden auf alle Fälle jetzt mal da ein bisschen Holz sammeln. Ja, die Köttels. Gut, wir haben drei Köttels, das heißt, wir können wieder drei Dinger bauen. Ja, aber du hast sowohl Holz als auch Stein immer als Ware, die du brauchst. Ja. So, zack, haben wir wieder ein Männchen. So. Und wieder ein Teil. So. Das heißt, ich brauche jetzt wieder ein Holz. Ein Holz. Wie viel Geld habe ich? 27. Dann könnte ich mir doch mal von dem leisten, einfach die Karten wieder zu entdecken. Ah, eine Karotte. Hier liegt schon wieder ein Köttel rum. Alter, diese Hasen scheißen aber auch übel. Noch ein Hase. Come on. Ein Fels und ein Baum. Oh, was jetzt? Neues Paket, Struktur und Paket. Ordnung und Struktur. Okay, was ist das? Milchshake mit Milch und Beere. Okay. Was bist du? Zwiebel kann roh oder gekocht gegessen werden, was dir besser schmeckt. Und was man noch kriegt, ein Apfel. Natürlich. Okay. Es ist geschickt, im Garten Karotten anzubauen, dann verbrauchst du keine Arbeitskraft in der Nahrungsproduktion. Ah, wegen dem Apfelbaum, ne? Okay, du kannst schon mal. Zwiebel können wir rösten. Was bist du? Du bist Geld. Das nächste Baby kommt gleich. Okay, das heißt, wir machen einmal einen Apfelbaum und zwei Karotten. Klingt nach dem Plan. Ne, weil ich jetzt richtig viele Leute habe. Ich brauche auch richtig viel Nahrung. Jeder von denen frisst mir halt zwei Stück vom Kopf. Ein Holz, ein Stock, Stein, Stein, Holz, Holz, du passt auf, ein Stein und hier haben wir ein Männchen frei.
Hütte, ein Holz, ein Stein, ein Stock. Ein Holz, ein Stein, ein Stock, ein Holz, ein Stein, ein Stock, ein Holz, Stock und Stein. Das heißt, du kannst jetzt direkt auch bauen. Apfelbaum. Plupp. Und denk dran, dass deine Gärtner arbeiten. Ja, das ist der Plan. Na, langsam wird es ein bisschen unübersichtlich. Aber irgendwie musst du ja auch noch Gold erwirtschaften. Und damit du dir die Dinger kaufen kannst. Alter, wie viel fressen die denn? Fahrender Händler. Oh, was ist das? Neun Mondstaaten. Okay. Und ein Köttel? Nein. Das läuft. Fahren, gib mir 5 Münzen und ich gebe dir eine Karte. Okay. Kaufe etwas zum Fahnenhändler. Okay. Mit einer Karte wird ein Dorf wieder zum Entdecker. Aha. Was mache ich mit einem Entdecker? Ist der jetzt permanenter? Der fahrende Händler? Neu. Okay. Kann auch mehr Sachen wie nur die Karten haben. Ja, also ich sehe, man sieht ja hier, der hat schon zwei, ne? Der hat die Pinguinmütze, ne, Kaninchenfellmütze und das ist eine Waffe, glaube ich. Das ist Klamotte, das ist Waffe und ich habe keine Ahnung, was das ist, Rüstung eventuell. Weil da steht hier noch irgendwo, dass ich hier irgendjemanden Rüstung geben soll. Also irgendwo in diesen ganzen Nebenquests da drin. Ich will aber erst noch hier die Dinger bauen. Ich meine, die generieren halt richtig auch Kohle hier. So, wir machen dich mal zum Entdecker. Was ist noch nicht das hier, was man hier aussuchen kann? Ist das irgendwie wichtig oder so? Aber man kann das eben wieder wegnehmen. Okay. Entdecker. Sehr schön, Erkunden von Orten, aber langsamer bei anderen Aufgaben. Was mache ich mit ihm jetzt? Kann der Entdecker irgendwas? Beim fahrenden Händler gibt's. Der kann auch mehr Sachen. Ja, ich denke mal, der wird verschiedene Sachen haben. Die Karte war jetzt bloß eine davon. Arbeiten lassen und vorzugsweise ohne Karte. Ja, die Karte macht ihn langsamer. Stand ja da. So. So, das ist wieder Apfelbäume zum Abernten. Die Kaninchen hüpfen rum. Du kannst was bauen. Feuersteine. Was ist denn eigentlich hier mit der Zwiebel? Ist da jetzt was passiert oder so? Passiert gar nichts bei der Zwiebel. Oder gekocht gegessen werden. Ah, mir ein Köttel. Ist das ein Stock? Warum habe ich einen Stock hier? Ach so, du brauchst wieder mehrere dafür, ne? Ja.
So. Holz. Der Stein. Kann man da gut machen? Nö. Das brauchst du zwei dafür. Nö. Das heißt, wir bauen jetzt mal einfach mehr Stöcke. Wegen Geld. Ja, Äpfel verkaufen ist schwierig. Ich weiß halt noch nicht, wie. Tatsächlich. Alter. Jetzt sind aber die Köttel gedroppt hier. Wie viel Nahrung ich brauche? Ich brauche halt auch 10 Nahrung jetzt jeden Monat. Na, wieder 2 Apfelbäume. Das heißt wieder. Wie viel? 4 Köttel. Du musst nochmal, du hast gearbeitet. Du bist ein Stock. Ist alles Stock, ja. Warum ist da die Karte mit? So. Warte, können wir die Zwiebel da reißen? Ha, wir können die Zwiebel da reißen. Das ist doch mal eine Ansage. So, ist hier durch. Ja, ich versuche das halt möglichst rauszuzoomen zu lassen, damit ihr auch seht, was passiert, wenn was passiert. So. Aber in jedem Fall 5-mal Stock. Direkt verkaufen. Wie lange bleibt denn der Händler? Ist der jetzt für immer? Das wäre halt so ein bisschen so die Frage noch, die ich hätte. Plupp, plupp, Stock. Ein Apfelbaum. Fahren dahinter. Okay, ich sehe schon. Er wird wieder nur einen Monat bleiben oder so, ne? Genauso stelle ich mir das vor. So, was habe ich jetzt? Brett. Wow. Noch ein Schlüssel. Und ein Brett. Apfelbaum gab es, ein Stein. Komm, einmal kauf mal noch ein. Es gibt einen Apfel. 5 Münzen, ein Brett, also genau even. Ja, der Apfel war jetzt aber nicht so der Held. Okay, der wird gleich wieder weg sein. Das heißt, ich muss Geld verdienen, um hier die Karten kaufen zu können. Da führt halt kein Weg dran vorbei. Okay, alle wurden satt. Ein seltsames Portal ist wieder da. Okay. So.
Auf alle Fälle, wo sind jetzt die Karotten? Da. Plum. Plum. Jede Menge Karott-Apfelbäume kannst du hier. Kannst hier pumpen. Ja, ich muss halt Geld verdienen. Hilft halt nichts. Erde. Wäre schön. Ich hoffe mal, ich krieg hier Erde von dem 10er-Ding. Da steht auch Erdboden dabei. Also du kannst wohl auf 30 da runtergehen, wenn du magst. Und ja, also ich wollte jetzt einfach nur gucken, was jetzt haben sie jetzt mal gemacht. Und jetzt wollte ich zumindest ein paar Sachen verkaufen. Ja, die Karotten. Äpfel kann ich verkaufen, weil die Apfelbäume pumpen sie ja echt viel jetzt gerade. So, ne? Auch durch die Köttel kommen ja immer die Apfelbäume rein. Ja, das geht zum Beispiel nicht. Du musst das so machen. So. Jetzt haben wir nämlich 28 Kohle. Da haben wir noch einen neuen Köttel. Der wird gleich verwurstelt. Für das Portal brauche ich Ziegel. Okay. Was brauche ich sonst noch? Nix, weil ich nichts entdeckt habe. Milch. So, das heißt, ich werde mir jetzt hier gönnen. Und nochmal. Was bist du? Du bist eine Karotte. Naja, okay. Ja, aber ich habe im Moment nichts, wo ich sie arbeiten lassen möchte. Deswegen habe ich mir ja Geld gezogen, damit sie hier den Bärenstrauch haben. Mega. Ich glaube 5 Kaninchen jetzt. Das ist glaube ich ein bisschen viel. Wenn eins mal wegmachen. Bist du rohes Fleisch? So, noch mehr Rosfleisch. So, da kommt gleich ein Dings raus. So, das heißt, ihr könnt in der Zwischenzeit arbeiten. Oh, what? Kobold. Die werden stärker. Kann das? Pampe. Schmierig, kleblich, eklig. Das ist verdorbenes Essen. Okay. Ja, Huhn und Ei. Das ist... Aber ich brauche ein Huhn und ein Ei. Ich habe kein Huhn. Doch, da ist ein Huhn. Lol. Ah, da ist ein Huhn. Ach, das ist ein Huhn gewesen, kein Kaninchen. Boah. Ich dachte, das wäre ein Kaninchen. So, was haben wir jetzt hier? Hölzerner Schild. Nice. Und wir haben ein Schild. Ach, die können nur 3 Karten tragen, maximal. Okay. Ja, ist ja okay. Ja. 3 Kaninchen können ihren Stuff da machen, das ist okay. Quests. Finde die Katakomben. Schließe die erste Quest ab.
Erledige ein Skelett, keine Ahnung. Zerbrich eine Flasche, baue eine Schmiede. Dafür müsste ich wissen, wie eine Schmiede gebaut wird. Trainiere einen Zauberer. Waldamulett, Bogenschützen, Ninja. Koche eine Frittata. Ja, mega. Erhalte eine Eisenstange. Ja. Erreiche 30 Münzen. Baue einen Bauernhof. Erreiche Mond 24. Okay. Wie viel Geld habe ich? 9. Ich brauche Kohle. Ah, plup, 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 plup. Okay. Brauchen weiter einen Nachschub für Apfelbäume. Was hat jetzt Pluck gemacht? Der Hase. Geld. Geld regiert die Welt. Klein nochmal. Ein Apfelbaum. Das ist wieder so ein gekochtes Ding. Was wollte ich da? Da wollte ich Apfelbäume. Okay. Holz. Warum produziert ihr eigentlich Stöcke hier beim Apfelbaum? Das ist nicht der Plan gewesen. So, dann, was bist du? Rohes Fleisch. Karotte. Erdboden. Guck an, da ist der Erdboden. Fels. Und Busch. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen. Erdboden. Das heißt, ich kann mir noch einen schönen Garten bauen. Zwei Stein, zwei Holz. Erdboden, zwei Holz, zwei Stein und ein Dorfbewohner haben wir gerade da. Läuft. So, du kannst jetzt hier den Felsen kaputt machen. Jetzt bist du eine Kuh. Die Kuh macht Mu. Okay. Okay, Köttel läuft. Ja, ich habe gesehen, dass das eine Kuh ist. Bist ein Baum. Zack. Und ein Busch. Was hat er jetzt gebaut? Ein Garten. Ah ja, okay. Oh, hier.
krieg da eine schöne Karotte noch. Apfelbäume, Beeren. Was bist du? Du bist das Huhn. Das Huhn brütet noch eine halbe Minute. Da war doch was mit Milchshake. Wie komme ich denn an Milch? Lässt die Kuh den Milch fallen? Das wäre so eine Zwiebel. Oh, eine Idee. Oh, das ist so wichtig. Was gab es denn für eine Idee? Gebratenes Fleisch. Lagerfeuer, rotes Fleisch. Ja, das habe ich schon gefunden. Zack und rohes Fleisch. Ja. Also Nahrung bin ich echt gut dabei, oder? Kann es sein, dass die Zwiebel echt schlecht ist? Bringt halt nur eine Nahrung. Ja, man kann sie roh essen, gekocht. Hi, Dampfi. Ja, ich wollte auch sagen, die Zwiebel verkauf mal. Wunderschönen Nikolaustag. Also jetzt kommt langsam der Punkt, wo es anfängt, so gedanklich dich zu überfordern, weil du auf so viele Sachen halt achten musst. Ein paar Beeren abgrabbeln. Okay. Alle wurden satt. Ein fahrender Händler ist erschienen. Okay. Gib mir 5 Münzen. Hätte ich sogar. Ja, komm, mach mal Stöcke. Nie alle verkaufen, weil es Sachen gibt, die du brauchst. Ja, krieg mal irgendwie hin. Ich bräuchte noch ein oder zwei. Ein oder zwei Menschen. So. Nein, was? Baum? Apfelbaum? Was bist du? Eine Beere? Amaloch. Stock, Holz. Ein Köttel, da können wir wieder ein Apfelbäume holen. Noch ein Köttel. Alter, diese Köttel. Apfel und Beeren. Ja, aber ich hab's noch nicht erforscht. Halt der. Und ich bin schon wieder am Kartenlimit angeschlungen. Ich lasse die erstmal ein Männchen machen wieder. Jawohl. Baby ist am Start. Holzfällerlager, jawohl. Ah, wie viele blöde Hütten brauchst denn du? Ich brauche Holz, ich brauche Stock. So, das heißt, du kannst jetzt direkt den Stein erstmal kloppen. Gebratenes Fleisch hat man doch hier irgendwo, oder? Oder ist es weg jetzt? Das haben sie alle gegessen. Hühnchen. So, Holz. Ah.
So, ist wieder aufsortiert. Das ist ein Stock. Ich will da wieder was haben. Ein Skelett besteht aus vielen davon. Hm. Naja. Erdboden. Ziegel. Also der Erdboden war nice. Das gebe ich zu. Da können wir uns nämlich jetzt noch eine Farm draus machen. Zwei Steine. Zwei Holz. Habe ich nur einen. Oder Apfelbaum. So. Zwei Holz. Ein Dorfbewohner. So, du hast gerade nichts zu tun. Du sammelst wieder Apfelbaum. Ah, guck mal, Hühnchen. Jetzt habe ich zwei Hühnchen. Ach, jetzt bevölkern auch noch mehr und mehr Viecher hier die Welt. Gott. Was macht denn eigentlich die Kuh irgendwann mal? Oh, lass mich raten, wenn dieses Portal kommt und die angegriffen werden, ja, dann machen die auch meine Viecher platt. Das ist ja schlecht. Apfel und Kürtel bringen Apfelbaum, würde es weniger Karten werden. Naja, mach ich ja auch. Das ist der Plan. Im Moment läuft das eigentlich. Ja, Fleisch brauchen wir nicht, können wir mitnehmen. Wenn schon, dann kannst du was produzieren. Da haben wir wieder ein Holz. Yay. Da produziert dann Feuerstein. Ich krieg doch die Krise. Da ist eine Milch. Frisch von der Kuh. Da gab's doch was. Einmal mal testen. Milchshake. Einmal Beere, einmal Milch. Bärenmilch gibt Bärenkraft. So, ich das Ganze mal. Damit das ungefähr halt thematisch irgendwo zusammenhängt. So, hier gibt es noch eine Karotte. Das gebratene Fleisch kommt direkt weg. So, ihr seid beschäftigt. Du bist wieder frei. Das heißt, jetzt kann ich wieder gucken, was braucht so eine Hütte. Ein Holz, ein Stein, ein Stock. Okay. Stock, 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 Stock. Holz. Und damit kann er nämlich schon mal bauen. Die Beeren können weg. Dann brauchen wir nicht so viele. Plupp. Warum er jetzt hier so Feuerstein pumpt? Ich verstehe es nicht.
schweren Köttel. Schau mal den Milchshake an. Mit Bärengeschmack. Ja, da gibt 5. 5 Gold, glaube ich. Ja, ich glaube, so solche Sachen verkaufst du lieber. Oder brauchen wir den für Weiterverarbeitung? Ich hab, ja, das ist halt die Frage. Brauchst du ihn für Weiterverarbeitung? Ach, ich glaube nicht. Wir haben eine Kuh. Die Kuh kann immer noch Milch produzieren. Von daher. Weg das Ding. Hauptsache, wir kriegen neue Karten. Ey, ich habe ja ein Ei. Sage brüten. Ah, ne. Ohne Idee. Omelette. 2 Eier. Bocuse wäre stolz. Ja, ich mach mal hier die komische Köttelfabrik mache ich mal hier runter. Ja, Geld. Ja, hier, du kannst hier drüben. Ja, die Bärenstreuer sind auch gleich durch. Zum Glück kann man pausieren. Und einen Apfel. Ah, der Apfel war, das ist nicht wert jetzt. Aber wir können auf alle Fälle mal ein paar Äpfel verkloppen. Ja, wir produzieren halt echt genug Nahrung. Im Moment. Das finde ich tatsächlich gut. Dass wir auch richtig gut Nahrung produzieren. Die Frage ist, ich habe leider keine Ahnung, wie lange das geht. Weil die Monster werden ja stärker, ne? Wenn du halt irgendwann, wenn die dich halt überrennen. Ja, und Stein. Sehr gut, ne? Ja. Was hat das Huhn gemacht? Huhn hat ein Ei gelegt. Ja, dann brüten. Hütte ist fertig, ja. Easy. Wenn immer mehr. Oh, kann es sein, dass die Karten ein bisschen kleiner werden? Das ist ja schick. So, dann kommst du als nächstes dran. Wir haben auch ein Holz hier. Stein. So. Ein Pilz. Okay. Eine Idee. Eine Frittata. Ah. Ein Lagerfeuer, eine Kartoffel. Ja, Kartoffel. Karotte. Okay. Gleich muss ich Karten verkaufen. Das ist schlecht. Ah, da ist noch einer. Okay, er ist fertig. Du kannst halt weiter an deinen Apfelbäumen hier machen. Das stört mich gar nicht. Das finde ich sogar richtig gut. Hausbau. Alle wurden satt. Du hast eine Karte zu viel. Ist klar, ich habe eine Karte zu viel.
Versuch mal Nahrung zu kombinieren. Geht das? Und eine Karotte. Eine Karotte und eine Beere. Nö. Eine Karotte und ein Mushroom. Nö. Ein Apfel und eine Karotte. Nö. Aber wir können noch ein Apfeldings bauen. Also Karotte geht schon mal nicht in irgendwie zu kombinieren. Aber gebratenes Fleisch könnte gehen. Nö. Du Kudu. Das finde ich ein bisschen lästig bei dem Spiel, muss ich sagen. Dass die, vor allem hast du ja relativ viele Viecher jetzt. Da kommen noch zwei Hühner dazu, die hier rumrennen. Schon sechs Viecher. Was könnte ich noch kombinieren? Den Mushroom? Nö. Mushroom? Nö. Mushroom? Nö. Ich will es auch nicht ewig hier probieren. Wichtig ist, ich baue hier weiter, um Geld zu verdienen. Oh, da ist irgendwas richtig hart geploppt. Was? Ah, die beiden Karotten da. Juckt. So, das heißt, die produzieren im Monat zwei Karotten oder so. Und selbst wenn sie zwei Monate brauchen, um Karotten zu produzieren. Ist das okay? So. Häuschen gebaut. Nächstes Häuschen. Ich brauche einen Stein, ein Holz und einen Stock. Easy. Apfelbäume. Na, Apfelbäume sind voll am Start hier gerade. Ja. Ein Stein, ein Holz. Ein Stein, ein Holz. Oh, das ist wieder Milch. Milch frisch von der Kuh. Jetzt habe ich keine Beeren mehr. Apfelboom. Ein Holz. Kann man gleich kaputt machen. Wieder ein Köttel. Stöcke. Nun, Stöcke. Okay. Du kannst es halt nicht 5 Minuten laufen lassen. Es ist nur noch am Ploppen, 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 Ploppen. Okay. Irgendwie Geld. Was ist mit den Feuersteinen? Brauche ich doch alle bestimmt nicht. Weg erstmal. Apfeldinger. Können wir wieder ein paar weg? Haben wir wieder Geld? Ja. Okay. Kartoffel. Apfel und Beere. Gibt einen Obstsalat. Apfel und Beere. Aha. Obwohl, ich mache lieber die Beerenmilch. Ich
Bist du ein Apfel? Kannst direkt weg. Ein Bärenstrauch. Ja, habe ich auch schon gedacht. Das ist richtig. Aber du kommst halt gerade von Hundertsten ins Tausendste. Irgendwie. Gibt es eigentlich irgendwas, was mehr Karten gibt? Stein und Ding und ein Plop. Ein Stein. Da und ein Holz brauche ich noch. Stein. Ein Holz. Ah, Baby. Babys in der Mache. Okay, ja. Babys in der Mache. Du hast Köttel, um Bärenstrauch herzustellen. Oh, tatsächlich. War das die Beere? Das ist die Beere. Ja, genau. Nur wieder 5 Millionen Köttel. Ein Feuerstein. Ein Haus. Direkt das nächste. Blob, haben wir hier schon Hühnchen ohne Ende. Kartoffel wollen wir jetzt anpflanzen. Ein Garten, die Kartoffeln. Ja, das ist genau das, was ich jetzt wollte. Ja, das ist für die Base-Versorgung. Die Karotten und Kartoffeln. Karotten und Äpfel. Was haben wir hier noch? Kann man Pilze anpflanzen? Ah, pflanzen ein paar Pilze an. Für Bäume, ey. Wie viel Geld habe ich? 16. Next one. Ah, eine Milch. Eine Idee, ein Ofen. Kocht schneller als ein Lagerfeuer. Aha. Eine Ziegel, ein Eisenstange, ein Feuerstein, ein Dorfbewohner. Ja, ich habe eine Ziegel, habe ich. Ich habe keine Eisenstange. Ich habe nur Eisenerz. Damit kann ich auch nicht viel anfangen. Noch eine Karotte. Apfelbäume. Warum haben wir hier einen einzelnen Apfel? Karotten. Ich habe schon 27 von diesen Hütten und du kommst halt echt nicht hinterher. Muss Fleisch verkaufen? Muss man das nicht mehr? Okay.
So, auf alle Fälle brauchen wir gleich einen Stock. Jetzt haben die einfach die Milch gefressen. Obwohl Äpfel da waren, ohne Ende. Was denn das für ein Schmutz? Ist es random, was die fressen? Das ja mal Beschiss. Oh, wir haben ein Ei. Okay. Hütten. Okay, wir brauchen einen Stein, wir brauchen ein Dingsi. Und Stein, brauchen ein Dingsi. Ist das Feuerstein? Ach, Feuerstein. Ach. Die drei weghauen. Okay, da haben wir Milch. Perfekt. Gibt momentan. Ah, wir haben einen neuen Human bekommen. Einen neuen Bewohner. Wir haben wieder Dünger. Eins, zwei, drei. Noch einen auf den Apfelbaum, um mir Holz wegzunehmen. Ja. Oder? Was haben wir hier noch? Was können wir hier noch machen? Die Karotten nicht. Die Karotten sind... Oh, hier ist aber wieder einer fertig mit Karotte. Na, er macht die Beere. Er macht die Apfelbaum. 2 Minuten dauert das. Okay. Können wir ein Ei machen? Nee. Ja, hier können noch ein paar Bäume am Baum. Nichts mal zum Beispiel. Ja, das ist richtig. Er ist hier eben erst rausgekommen. Ne? Also, Eile mit Weile. Zack und zack. Gibt es eigentlich irgendwie so eine Zahl, wohin man da gehen muss mit den Häuschen? Häuschen. Oh, ich kann kein Häuschen mehr stapeln. Oh no. Da liegt doch wieder Kacke rum. Ich überlege halt gerade, ob es noch mehr Sinn machen würde, mehr Holz herzustellen. Einfach um Geld zu verdienen. Na, weil Stein ist nicht so das Problem, aber Holz ist halt die ganze Zeit.
Ja, wir machen noch ein Männchen. Wir machen kein Männchen. Wir machen noch ein Holzfällerlager. Drei Holz, ein Stein. Ja, genau. Holz habe ich, ist das, was ich nicht habe. So, wir haben schon mal ein Holz. Zwei Steine. Noch mehr Eier. Wickel, wickel, wickel da oben. Oh, ein Pilz gibt 4 zum Verkaufen. Oh ne, 2. Entschuldigung. Und was hat man hier noch? Die Kartoffel. Kartoffel gibt keine Nahrung. Okay. Werde trotzdem noch mal angebaut. Was bräuchte ich? Holzfällerlager. 3 Holz. Hütte. 3 Holz. Perfekt. Oh, ein Bärenstrauch. Okay. Den lassen wir mal aber da. Holz. Komm. Oh, endlich. So. So, was können Sie hier schaffen? 2 Holz, ein Stein. Und damit flutscht das schon mal. Schon mal ein Ei. Alter, diese Hühner. Und eine Milch. So. So, was brauche ich für einen Ofen? Ofen brauche ich einen Ziegel und einen Eisenstange. Eisenstange habe ich noch nicht. Eine Frittata muss ich noch machen, ne? Koche eine Frittata. Dann kochen wir mal eine Frittata. Eine Kartoffel, ein Lagerfeuer. Eine Kartoffel, ein Ei. Wenn da steht ein Ofen, ja, kocht schneller als ein Lagerfeuer. Kann man dasselbe Zeug, was man am Lagerfeuer machen kann, auch am Ofen machen? Ja, dass du quasi das Lagerfeuer nicht mehr brauchst, sondern das am Ofen machen kannst. Warum mehr Hütten? Ah, Stein, 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 Stein. Holz, Holz. Oh, Stöcke. Zeit zum Essen. Oh nein. Ein seltsames Portal ist schon stärker zu sein. Und sie haben mir meine Eier und Milch weggefressen. Blödes Kaninchen.
Sehe schon, die sollten alle ausgerüstet sein mit irgendwas. Erreiche Mond 36. Ich muss halt irgendwie an das Schwert kommen. Ein Brett und ein Stock für ein Schild. Stock und Stein. Okay. Okay. Dann kriegt einer ein Schild. Ein Brett und ein Stock. Ein Brett. Komm, du machst jetzt einen Stock. Ein Stock. Läuft. Alter, wie viel sind das? Kobold-Schamane, Kobold, Elfenbogenschütze, Geist, Moskito. Ran, alle, einer für alle. Das Blasrohr. Blas so kräftig wie du kannst. Gegenstandsstufe 4. Können wir die gleich direkt ausrüsten? Ja. Easy. Jawohl, ja. Oh, ein Schild. Schild. Jawohl. Ich habe hier Stöcke. Was brauche ich für einen Stock? Okay. Oh, da ist wieder was. Magischer Staub. Oh. Das brauche ich doch fürs Portal und so. Könnten die Karnickel mal aufhören, hier rumzukacken? Das sind echt wichtigere Sachen. Fünf, 13, 10, 3, 14, 13. Okay. Okay. Hat zwischenzeitlich Eier gelegt wie Weltmeister. Karotten. Jetzt dachte ich schon, es hat meine letzte Stunde angeschlagen. In jedem Fall will ich, dass ihr hier nochmal loslegt. Ein Schild. Das klingt nach dem Plan. Ach so. Das heißt, ich brauche noch wie viel? Noch ein Schild. Zwei Schilder. Ein Brett, ein Stock. Ein Brett, ein Stock. Ein Brett, ein Stock. Kochende Frittata. Was macht die Frittata? 3, 3.
verkaufen. Ich brauche Bretter. 3 Holz. Ja gut, ich habe halt schon 2 Dinge. 3 Holz. Stein. Mach mal. Kampfstufe 3, Kampfstufe 4, Kampfstufe 3, Schleuder ist Kampfstufe 7. Schleuder ist tatsächlich die höchste Kampfstufe. Bedeutet Kampfstufe, dass sie, das ist, was halt mehr Bums gibt. Ja gut, lassen wir mal das Holz hier unten, damit das. Ah ja. Aber du bist ja nur am Pausieren hier die ganze Zeit. Ja, okay. Wir müssen mal hier ein bisschen verkaufen. Auch wenn es in der Seele wehtut, da die Köttel zu verkaufen. Quests, aber hier 50 Münzen. Ah, es geht. Kochen. Frittata, Eier, Kartoffeln haben wir nicht. Obstsalat, Apfelbeeren haben wir nicht. Milchshakes. Oh, wir wollten Milchshakes machen. Was war Milchshake? Nee, Milch und Beere. Ich habe keine Beeren. Ich habe auf jeden Fall zu viele Karotten. Was? Warum haben wir die? Essen verkaufen macht halt auch mal, ich will nicht sagen Sinn oder so, aber es tut gut. Ich brauche ein paar Bretter, ne, hatte ich gesagt. 3 Holz, 1 Dorfbewohner. Gib ihm. Und ein Stock. Bist du? Schleuder. Okay. Zwei Stock. Was wollte ich bauen, wofür ich jetzt das Brett brauche? Und ein Schild. Ja, okay. Dann haben wir einen Stock. Okay.
Schleudern brauche ich zwei Stock. Ein Stein. Blub, 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 blub. Alter. So, Brett. Brett brauche ich fürs Schild. Brauche ich einen Stock. Ja, dann machen wir einen Stock. Okay, Wirtschaft funktioniert langsam wieder. So, Stock. So, du bist voll. Du wirst ausgerüstet mit dem Schleuder und mit dem Schild. Mushrooms, Kartoffels. So. Omelette. Machen wir mal zwei Omelettes über. Eier habe ich halt echt wie Sand am Meer. Okay. Wir müssen auf alle Fälle nochmal Apfelbäume wieder machen. So, und er kriegt jetzt eine Schleuder und ein Schild. So, das heißt, ich brauche jetzt noch eine Schleuder und ein Schild. Das Baby werden wir jetzt noch nicht versorgen. So, na, das wird jetzt hier ein Brett. Schleuder sind zwei Stock, ein Stein. Männchen brauchen wir nicht. Ja, ich glaube, es wird Zeit, mal wieder einzukaufen. Das einzig Gute ist mein Holzvorrat. Dadurch, dass du zwei Holzdinger hast, brauchst du halt auch unheimlich viel. Wir stellen das Brett her und brauchen noch den einen Stock. Okay. Perfekt. So. Ah ne, Stock haben wir hier. Passt. Wieder so ein Hühnchen hier. Nächste Sache. Jetzt müssen wir einkaufen. Nicht entdeckte Karten, Logik und Verstand, die Waffenkammer. So. Das haben wir dreimal eingekauft. Jetzt hoffen wir mal, dass da irgendwas Cooles dabei ist. Ein Bärenstrumpf. Ein Brett. Noch mehr Bärensträucher. Eine Idee.
Ein Tempel. Wichtiger Ort der Anbetung. Benötigt ein mysteriöses Artefakt. Fünf. Drei Eisenstangen. Drei Eisenstangen. Das wäre nicht schlecht, wenn ich drei Eisenstangen hätte. Irgendwie. Fels. Eisenerz. Kannst du Eisenstangen verarbeiten? Wie? Im Lagerfeuer? Also ich kann es ins Lagerfeuer legen. Fels. Schmelzhütte. Nice. Direkt gebaut. Zwei Feuersteine. Check. Zwei Ziegel. Habe ich nicht. Ziegel gehen aus drei Steinen. So, jetzt fängt das richtig Bauen an hier. So. So. Ein Brett habe ich. Ein Dorfbewohner habe ich nicht. Ein Baum. Ein Ziegel. Hätte ich nicht machen müssen, den Ziegel. Aber okay. Noch ein Baum. Eine Idee. Lagerhaus. Oh, dein Kartenlimit. Ah, dafür brauche ich die Eisenstangen. Oh, aber das ist doch mal eine Ansage. Erhöht dein Kartenlimit um 14. Okay. Ja, Eisenerz. Ah, ich habe zwei davon. Okay. So. Jetzt läuft das doch richtig. So, zack. Wo ist mein Stein? Hier laufen die Karotten nicht. Okay, was wollt ihr hier bauen? Zwei Feuersteine. Schmelzhütte. Zwei Feuersteine, zwei Ziegel. Ein Brett. Zwei Feuersteine, zwei Ziegel, ein Brett. Schmelzhütte. Zwei Feuersteine, zwei Ziegel, ein Brett, ein Dorfbewohner. Ein Dorfbewohner. Okay. So, du bist fertig. Das heißt, du kriegst erstmal hier deine Waffe und dann kannst du wieder weiterarbeiten. Ein Ziegel ist immer gut. Okay, du kannst das hier abarbeiten. Milch. Okay, wir brauchen erstmal keinen Stein. Weil wir hier den Fels haben. Jawohl. So, jetzt haben wir hier den die Schmelzhütte. Das heißt, ich kann jetzt hier schmelzen. Brauchen bestimmt zwei davon. Nein, brauchen wir nicht.
Und Holz. Natürlich. Okay. Das. Okay. Ein Pilz, eine Kartoffel. Omelette. Direkt verkloppt, gibt 5 Gold. Puh, Geld machen ist ganz schön krass hier. Okay, wir haben jetzt hier eine Miliz übrig. Ich schmeiß da noch mal ein Holz rein. 100 Probe, das ist 1 zu 1, oder? Ja, 1 zu 1. Eine Eisenstange. Alle wurden satt. Karotten laufen. Was bist du? Du bist ein Ei. Noch mehr Eier. Diese Hühnchen sind schon ultra hart bei der Arbeit. Kann das? So, jetzt habe ich hier eine Eisenstange. Gott sei Dank. Ein Stein, eine Eisenstange, ein Dorfbewohner. Die Frage ist, wo kriege ich denn das Eisenerz her? Ein Stein, ein Eisenerz, ein Dorfbewohner. Zack. Oh, wir sind durch die... Oh, wir sind durch die Apfelbäume durch. Das heißt, wir werden jetzt nochmal 2 Ziegel machen. Zack. Und Bretter. Lagerhaus, erhöht dein Kartenlimit um 14. Oh, Gott sei Dank. Das ist doch der Punkt, den wir wollen. Oh, sehr gut. Aber ich brauche halt irgendwie das Eisenerz. Baumfels, Siegel, Eisenerz. Okay, und da ist noch... Schleimi, Koboldschamane, Froschmann, Ziegel, Brett, Eisenerz. Baumfelsfinde, Schleimi, Koboldschamane, Froschmann. Ziegel, Brett, Eisenerz. Puh. Okay. Ah ne, hier haben wir wieder Apfelbäume. Okay.
Ja, komm, gleich den nächsten Baum. Irgendein Männchen, das es noch nicht versorgt ist. Ja, du hast noch kein Schild. Ein Brett, ein Stock. Ein Brett gemacht. Perfekt. Brauchen auf jeden Fall wieder. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall Eisenerz. Fels, Ziegel, Birnstrauch, eine Idee. Schmiede. Zum Herstellen besserer Waffen. Zwei Eisenstangen. Die Frage bleibt bestehen, wie komme ich an Eisen? Bauernhof. Das ist doch. Erdboden, Ziegel, Brett, Dorfboden. Vorne ist ein Anbau von Nahrung. Habe ich alles, bis auf Erdboden. Ist das da drinne? Nee. Da ist kein Erdboden drin. So, immerhin kriege ich gleich ein neues Männchen. Und wenn das nur dafür da ist, Bretter herzustellen. Aber damit kriege ich halt Geld. Das heißt, das machen wir dann mal. Na, Bretter herstellen. Mach den Felsen kaputt. So, Ziegel. Holz. Ein Schild. Hier war das, ne? Oh, wir können auch ihn nehmen. Lass mich schnell den Felsen kaputt machen. Da wieder so ein Omelett-Ding. Pilz, Kartoffel. Okay, mit den Viechern, das läuft halt echt spitzenmäßig.
Ah, hier haben wir noch einen übrig. Zack. Oh ne, du bist ja an Felsen dran. Nee. Moment. Das ist ein Ei. Ei. Feuersteine. So, wir brauchen noch mal Waffen. Eine. Und ein Schild. Eine Waffe, ein Schild, ein Brett, ein Stock. Ein Brett, ein Stock. Und eine Schleuder, zwei Stock, ein Stein. Dorfbewohner wollen sich ernähren. Was hat ihr? Zweimal Kürtel. Naja, es wird schon ziemlich hart, jetzt einzelne Karten zu identifizieren. Einfach weil sich halt so viele Karten hier bewegen. Warum haben wir hier ein Brett? Weil wir ein Brett hergestellt haben. Zwei Holz. Der Stein. Okay, wir müssen mehr. Was gab's hier? Bären. Du, 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 du. Ja, okay. Du bist jetzt. Nee, du hast eine Waffe. Ist doch völlig sinnlos. Du bist derjenige, der kein Schild hat. Nein, du bist derjenige, der keine Waffe hat. Du bist derjenige, der kein Schild hat. So, also Männchen rüsten sich jetzt schon mal richtig gut aus. Wieder Karotten. Wir müssen mal die Eier nehmen und verkaufen. Hilft ja nichts. Brett. Holz.
Oh, da waren jede Menge Apfelbäume. Jawohl. Oh, ich habe kaum noch Äpfel. Dafür ist er doch da. Moment, Moment, Moment. Eine Frittata weg. Ein Ei. Ah, hier ist mal ein Pilz. Hier ist mal eine Kartoffel. So, jetzt müssen wir es mal verkloppen. Zack. Bretter, richtig viele Bretter. So. Ich habe noch keine Ahnung, was diese Pumpkin-Sorten hat, aber hey. Ich bräuchte halt entweder Erdboden, um mir einen Bauernhof bauen zu können. Oder Eisenerz. So. Ein Baum. Eisenerz. Direkt reingestopft. Ein Fels. Eine Idee, Ziegelei. Was machst du? Macht aus Steinen schnell Ziegel. Okay. Ein Baum. Ja, du kannst schon mal hier. Eisenerz. Mit Holz. Ach, wieder so ein komischer. Sägewerk braucht auch wieder eine Eisenerz, macht das Holz schnell Bretter. Ziegel. Bärenbusch. Eisenmine. Okidoki. Eisenmine. Zwei Feuerstein. Eins, zwei. Ein Holz. Ein Stein. Und ein. Ein Dorfbewohner. Okay. Ja, ein Baum. Okay. Na, ich nehme das hier mal als zusätzliche Ressourcen, die wir halt da bekommen. Ohne Idee, eine Markt. Kann verwendet werden, um Karten teurer zu bezahlen. Markt. Ein Ziegel. Ein Brett. Drei Münzen. Eins, zwei, drei.
und ein Dorfbewohner. Okay. Nächstes Ding in Planung. Okay. Weil jetzt haben wir nämlich einen stabilen Nachschub an Eisenerz. Und das ist, glaube ich, richtig wichtig. So, Ziegelei. Fehlt mir die Eisenstange. Bauernhof. Fehlt mir der Erdboden. Okay, lass uns erstmal laufen. So, zack. Zack. Da ist mein Eisenerz. Jawohl. Und mit der Eisenerz kann ich als nächstes die Ziegelei bauen. Eine Mine bauen, einen Markt bauen. Ziegelei. Brauche ich einen Ziegel? Brauche ich eine Eisenstange? Brauche ich ein Holz? Und ein Dorfwohner kommt. So, da ist wieder ein Eisenerz. Ziegel, Eisenstange, Holz. Ja, Ziegelei. Bauernhof. Habe ich keinen Erdboden. Garten. Holzverlager, Markt. Eisenmine, Steinbruch. Sägewerk. Ein Brett. Ein Brett. Ein Holz. Oh, jetzt, das kam ja, kam jetzt richtig Gold wert, diese Sachen, die ich jetzt eingekauft habe. Ein Stein. Na, das pumpt jetzt richtig die Wirtschaft mal voran. Eisenstange. Und ein Dorfwohner. Was haben wir hier gepumpt? Ein Brett. Ah ja, Eisenmine. Heureka. Ein Markt. Was mache ich mit dem Markt? Also, kostet 1. Und das schiebe ich auf den Markt. Aha. Alle wurden satt. Ein seltsames Portal ist erschienen. Ich hoffe, ich bin ausgerüstet. Ah, okay. Das verkauft dann quasi... Ah, sehe ich. Ich sehe, wie das läuft. Okay. So, alle Männchen sind ausgerüstet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mann. Okay. Dann haben wir ein Ei. Wir haben eine Beere. Ihr lauft, alles gechillt. Oh. Sie verkaufen direkt das Holz. Das ist ja mal... Das war nicht so geplant. Das war ganz und gar nicht so geplant. Oh. Und ich habe vergessen, dass die Typen da ausgeschlüpft sind. Was haben wir denn hier? Bau eine Ziegelei. Haben wir gemacht. Elfenbogenschütze und ein Meermann. Oh, alles, alles. Oh, schade, der muss. Alle. Ja, egal, alle.
Alle müssen ran. Nice! Ich würde sagen, haben wir uns gegönnt. So, einer, zwei, der, er. Ja, muss nicht. Mach das von alleine, Lord. Okay. Blöder Ofen, der braucht auch ewig. Die Frittata kann weg. Ah, ich hätte sammeln sollen. Okay. Später. So. Wir haben wieder so einen Schokodrops. Chaka. Apfelbaum. 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 Baumfels. Okay. Was bist du? Du bist Stein. Irgendwas. Alter. Okay. Pilze, Beeren, Milch, Kartoffeln. So, was bist. Oh, da gab es eine Idee. Magischer Wälzer. Ein Buff oder Zaubersprüche. Ein magischer Staub, eine Karte, eine Schmiede. Habe ich eine Schmiede gebaut? Verkaufe eine Karte auf dem Markt. Okay, mache ich gerade. Kann man die mal noch da dranhängen? Passiert da was? Okay, und magischer Wälzer. Oh, ich habe den einfach gekriegt. Chance von 10% zu heilen. Zufälliger Verbündeter. Chance von 10% zu legen. Zufälliger Verbündeter. Oh, Waffe. Okay, okay. Check. Steini. Was bist du? Rohes Fleisch. Kartoffel. Da sind Kartoffeln. Ich bin sicher, wir brauchen jetzt auch gleich das nächste Männchen. Mach Ziegel aus Stein. Okay. Ah, nice. Geht von alleine. Ja, perfekt. Immer gut, wenn arbeitsfrei wird. Schmelzhütte. Ah, sie pumpen Münzen. Ach, das ist jedes Mal nur eine Karte verkaufen. Ah, okay. Sägewerk. Macht aus Bretter, Holzbretter. Okay.
läuft. Apfelbäume. Hi, Soundfall. Wunderschön. Wunderschön, Nikolaus. Okay. Also essenstechnisch läuft. Wir bauen noch mal. Oh, bauen ist relativ, ne? Okay, wir müssen das Ganze noch mal ein bisschen. Feuerstein, Bretter, Holz, Stein. Was ist die Pampe? Wir haben Brett. Eisenerz, jawohl. Mit Holz direkt. Wie ein Ei. Oh, zweimal die Köttels hier. Stabil. So, ein Eisenerz, ein Brett. Okay, Baby ist an Bord. Dann kann ich doch eigentlich hier die Hütte loswerden. Also. Nein. Du bist eine Hütte. Ich Trollo. Haus. Lagerhaus. Ach so, das ist nur für Babymacher da. Okay, dann behalt mal die mal. Lagerhaus, Hütten. Andersrum. Ihr baut hier weiter ab. Kann es sein, dass noch eine Eisenerzmine richtig gut wäre? Okay. Eisenmine. Zwei Feuersteine. Nein. Brauche ich zwei Feuersteine. Egal, Hauptsache die Leute machen was. Stein an Holz, an Holz. So, wer bist du? Sägewerk, Schmelzhütte, Ziegelei. Also. Schon Ei. Stein, Holz, Holz, oh, macht gerade nix. Na, Bretter haben wir echt genug. So, wir haben wieder Geld. Das heißt, wir kaufen wieder
bei Mr. Logik und Verstand ein. Ah, wieder ein Felsen. Ach. Ein Eisenerz. Oh yeah, Baby. Direkt rein. Ein Fels. So, Kantine. Dorf, wo ein Essen von die auf der Kantine liegt. Oh. Okay. Bärenstrauch. Hier liegt wieder. Eisenerz. Oh, sauber. Und direkt das Holz nachschieben. Ein Baum. Naja. Und Eisenstange. Sehr gut. Ziegel. Fels. Tiergehege. Oh, Halleluja. Alter. Sehr gut. Die Entwickler haben schon erkannt, dass diese nervigen, rumhupsenden Tiere extrem super nervig sind. Und man was dagegen machen sollte. Okay. In jedem Fall brauche ich jetzt einen Feuerstein. Oh. Dorf ohne Essen wieder. Möhren und Äpfel, alles gut. Alter. Oh, ich muss mich um Nahrung kümmern. Aber bevor wir das tun, einmal die Biopause. Bis gleich.